Jack Daniels mit 64,5% Alkohol. Das bietet der Single Barrel Barrel Strength. Hallo zusammen und willkommen bei The Bourbon Diaries. Es ist mir eine Freude, heute hier den zumindest in Deutschland stärksten, alkoholstärksten Jack Daniels auf dem Tisch zu haben, nämlich den Jack Daniels Single Barrel Barrel Strength. Das ist jedenfalls der Name für den Exportmarkt. Das ist so eine ganz interessante Sache, finde ich. In Amerika nennt er sich nämlich Barrel Proof. Fürs Ausland haben sie ihn Barrel Strength genannt. Warum auch immer. Ja, hier bei uns in Deutschland, wir haben hier mit 64,5% Alkohol. Alle, die ich bisher gesehen habe in Deutschland, haben auch diese Alkoholstärke. Aber kleine Randnotiz. In Amerika findet man auch welche mit anderer Alkoholstärke. Alter, keine Angabe. Man sagt 4 bis 7 Jahre, habe ich mal so gelesen. Jack Daniels, der Superlative, was den Alkoholgehalt angeht. Und die Farbe wahrscheinlich auch. Ne? Ich schaue mal selber. Ja. Ist schon tief dunkelbraun. Natürlich, ne, die übliche Jack Daniels Mashbill. Und auch Lincoln County Prozess, also die Filterung durch dicke Ahorn-Holzkohle-Schichten vor der Fassreifung. Nasen-Overload, irgendwie sowas. Ja, das kommt sehr kräftig. Ne? Wie könnte es auch anders sein? Genau, das wäre die Übersetzung. Sehr viel Power. Ja. Die bekannten Jack Daniels-Noten sage ich jetzt auch mal. Also ist es ein traditioneller Jack Daniels? Ja, ist es. Irgendwie? Ist es ja. Natürlich unglaublich kräftig. Aber ja, wir haben diese Noten. Die Banane kommt durch. Ja, für mich doch deutlich, tatsächlich. Aber eingerahmt von sehr viel Tiefe, Holz, tiefe Eiche irgendwo. Ja, Eiche. Süße, bisschen. Auch ja, so ein brauner Zucker, kräftiger. Vanille sogar tatsächlich, ein bisschen. Es ist widersinnig, aber es ist so kräftig, aber es hat auch was Liebliches. Wenn man so mit der Nase ein bisschen weggeht vom Glas, da hat man dann so Vanille. Bekommt ihm, finde ich. Was ich nicht so sehr habe, ist so diese etwas kohlige Note, die haben viele Jack Daniels haben. Ja, aber sehr schön, also sehr, sehr viel, einfach sehr kräftig, sehr... Auch sehr ausgeglichen in der Hinsicht. Ja. Man hat das Gefühl, je länger man riecht, bekommt man auch immer was anderes. Also das ist so einer, der sich entwickelt mit der Zeit, also auch im subjektiven Eindruck entwickelt. Finde ich. Geht schon so ein bisschen Richtung Schokolade irgendwie. Ja, ich bin gerade so bei so einer roten Frucht zum Beispiel. Also da ist schon einiges rauszuziehen. Ja. Cheers. 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 Also was ich hier so fantastisch finde, ich fange mal gleich so an, ist diese Kraft, die aber, also ich finde ihn geschmacklich offen.
Das ist, man kennt es manchmal so bei so High Proof, also wir sind hier deutlich über 60%. Ja. Das kann manchmal verschlossen sein. Nein, ich finde, also es ist Power, 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 klar, aber ich finde es geschmacklich offen. Also man kann gleich benennen, was er hat, was wir gleich tun. Ich stimme dir zu. Oh. Er hat auf jeden Fall den Jack Daniels Charakter, zieht durch. Ja. Aber auf die ultimative Spitze getrieben. Genau. Die zum Beispiel meine geliebte Banane ist da, aber in der Intensität und Kraft, die sonst unerreicht ist. Eingerahmt von sehr viel Power, Kraft, Tiefe, süß. Schwer. Süß und herb. Ja. Es ist nicht nur eine Sache. Muss man ganz klar sagen. Wenn man eins sagt, ja, süß, so mit Banane, klar. Mhm. Aber es ist auch herb. Wir haben Eiche, verkohlte Eiche meinetwegen und Eiche, ja. Schokolade, Kakao. Würzig auch. Tabak. Mhm. Backgewürze. Mhm. Ja, alles in diese Richtung. Nicht so sehr liebliche Noten, also ich habe jetzt nicht Vanille, Karamell, das kann man nicht sagen, es ist wirklich eher so diese Eiche, bisschen angebrannte Noten. Geröstet irgendwie. Geröstet, ja, und dann halt so Richtung Kakao, also dunklerer Kakao, Tabak, ein bisschen Leder, also so diese braun-herbere Seite der Dinge. Also durchaus das, was auch so der eine oder andere, ich sag mal, traditionelle Barrel-Proof hat. Ach so, ja. Aber durchaus noch schön ergänzt durch diese Jack Daniels-Note. Also du meinst, was so andere Barrel-Proof-Bourbons haben. Genau. Diese Noten, die man so kennt von Elijah Craig, Booker's und Co. Ja, genau. Ja, durchaus, ja. In Nuance, ja. Nicht eins zu eins. Nein, nein. Du weißt, was ich meine. Ja. Aber du hast ergänzt durch diese speziellen Jack Daniels Noten. Ja, ganz genau. Ja. Ich habe überhaupt nicht das Bedürfnis, Wasser hinzuzugeben, muss ich sagen. Ich glaube, wir machen es auch nicht, weil wer weiß, vielleicht wird da noch was aufgeschlüsselt, aber ich finde den gut, wie er ist. Wirklich. Also natürlich kann man es machen. Ne? Ja, aber ich mache das nur, wenn ich das Gefühl habe, er ist zu verschlossen und das muss geöffnet werden. Und ich finde ihn offen genug, wie er ist und sehe da überhaupt keinen Bedarf. Also ja, klar, man könnte. Und wenn man will, sollte man auch, aber ich verspüre nicht den Drang. Sehr schön. Also auf dieser Ebene, auf dieser kräftigen Ebene, so schön balanciert, überhaupt nicht zu heftig. Abgang. Lang, würde ich sagen. Glühend, warm. Ja, also wärmt auf jeden Fall. Ich finde ihn nicht so lang, wie ich erwarten würde. Mhm. Gerade so dieses verkohlte, glühende, so ein bisschen, auch ein bisschen süße, sirupartige, das legt sich doch schon recht lange. Vielleicht nicht so lange wie bei einigen anderen Barrel Proofs, aber mittel bis lang. Ja, würde ich sagen. Ja. Gut, also bringen wir den Preis ins Spiel. Wir sind hier bei 70 Euro aufwärts. Ja, finde ich angemessen. Er bietet sehr viel, was Geschmack angeht. Und Preis-Leistung ist für mich absolut in Ordnung. Sich auch so, als ich den zum ersten Mal kennengelernt habe, katapultierte der sich für mich ziemlich weit nach vorne, so was überhaupt meine Favoriten-Whiskys überhaupt angeht. Also ist dann im Bereich Elijah Craig Barrel Proof gelandet. Mhm. Ich will nicht sagen, er hat ihn überflügelt, das nicht, aber ist da echt in diesem Bereich angekommen, ist vergleichbar. Dich sogar ein bisschen versöhnen mit Jack Daniels? Oder war das der Bottled in Bond?
Ach, ich weiß nicht. Also das ist jetzt auch schon ein bisschen her, dass ich so Jack Daniels kritisch war wie am Anfang. Aber der Bottled and Bond hatte mich ja auf jeden Fall versöhnt. Aber hier war ich verliebt. Ja. Sagen wir mal so. Also, ja. Ist wirklich eine Empfehlung. Man muss sagen, klar, Single Barrel, also die da variieren, können immer variieren. Aber ja, ist tatsächlich auch nicht das einzige Barrel, was wir bisher hatten. Wir hatten schon mehrere und enttäuscht waren wir bisher von keinem. Alle auf sehr hohem Niveau. Ja. Haben sie gut hingekriegt. Ja, das ist wirklich eine schöne Sache. Mhm. Vielleicht noch ein paar Worte. Muss man Jack Daniels Fan sein, um den zu mögen? Es ist ein Bonus, würde ich sagen. Ja, ja. Die Noten sind nach wie vor da. Ja. Aber er bietet auch genug, ich sag mal, traditionelle Bourbon-Noten, bekannte, geschätzte, geliebte Noten, die auch ein Nicht-Tennessee-Liebhaber zufriedenstellen können. Ja, würde ich auch sagen. Also auch wenn... wenn anstrengend. Ja, drückt, ja, genau. Sagt uns mal gerne, was ihr von dem haltet, wenn ihr ihn denn kennt. Oder von Jack Daniels allgemein. Wir genießen das jetzt hier noch weiterhin und sagen bis zum nächsten Mal bei The Bourbon Diaries.